Nummer 2 kommt jetzt, die steilere Spitze, 30 Grad, das sind die Angaben. Hier kommt man jetzt um das Schneiden des Papiers nicht herum. Wie man sieht, bis 6,3 cm auf der einen Seite, auf der anderen Seite 2,8 cm. Was hier wichtig ist, ich habe es nochmal reingeschrieben, das Papier muss hier zuerst gefaltet werden, weil ich an allen vier Seiten die Winkel abschneide und dann für den Mittelfalz keine Anhaltspunkte mehr habe. Das Papier ist auch vorbereitet. Ich nehme die mal kurz auseinander, die Blätter. Die Blätter liegen richtig, wenn der Mittelfalz oben ist und hier dieser größere Winkel oben drauf liegt. So, jetzt falte ich bis zur Kante, wie man das gewöhnt ist. Zweimal hintereinander. Aufpassen, dass man nicht über den Mittelfalz drüber kommt, sonst gibt es nachher beim Zusammenstecken Probleme. Hier wieder zur Mitte falten, die andere Seite. Das System ist eigentlich immer dasselbe. Öffnen. So, zur Mitte hochfalten. Wieder etwas falzen. Und übereinander. Jetzt habe ich da etwas ungenau gearbeitet. Aber das macht nichts, das kann ich schon korrigieren. So, nehmen wir das nächste. Wieder ohne Kommentar. Ich schiebe das immer zum Blattrand und Tischrand, weil ich dann besser drunter greifen kann. So, noch ein drittes. Dann sollte es reichen. Ich zeige zum Schluss nochmal die Blätter mit den Maßen etwas genauer. Da habe ich auch gleich die Maße drauf geschrieben für DIN A5 Sterne. Das kann man natürlich alles auch selbst ausrechnen. DIN A6 Sterne. So, drei Module sind fertig, das andere Papier brauche ich nicht mehr. Jetzt können wir die auch wieder etwas bearbeiten. Ich zeige mal den Unterschied. Wenn nichts abgeschnitten wird von den Modulspitzen, dann ist nachher die Abgrenzung hier oben. Schöner sieht es jedoch aus, wenn man diese Ecken hier abschneidet.
Für die Haltbarkeit haben die eh keine Funktion. Vielleicht sieht es auch schön aus, wenn man es einfach so offen lässt. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt gerade mal. Außerdem bei den Mixsternen, die aus unterschiedlichen Modulen zusammen bestehen, brauche ich diese zweite Spitze als langen Verbindung, Verbindungsmodul. Und dann sieht es besser aus, wenn die Ecken abgeschnitten sind. Na, das war aber nicht schön. Das ist etwas schwierig, wenn man das unter der Kamera zeigen will. Sonst hat man es da etwas einfacher. So. Die Ecken sind weg. Auch hier bei den schmalen Dingern ist es einfacher, wenn man zwei Module vorher zusammensteckt, bevor man es als komplettes Stück hier einsetzt. Eine Pyramideform, wie üblich, und zusammenschieben. Ist ein bisschen eng, aber das erhöht auch die Stabilität. So, dann sieht man hier, ich hoffe, man kann es sehen, dieses Muster, was zu den Kanten immer etwas nach oben geht und in der Mitte das V macht. Wenn man will, dass es anders aussieht, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Dazu muss man das Papier an beiden Seiten um 6,3 cm abschneiden. Da ist es noch wichtiger, vorher zu falten, sonst wird man ganz verrückt. Und dann ergibt sich schon nachher beim Falten dieses Muster. Da ist die Spitze in der Mitte. Der Nachteil ist, dass das nur ein Stückchen weit hier hintereinander greift.